Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder zum Sonden unterwegs und zwar sind wir heute an der Stelle, wo wir letztes Mal das Flugzeugführerabzeichen gefunden haben und den Knopf von der Marine. Ja, wir konnten jetzt nicht mehr so lange warten, weil wir schnellstmöglich wieder her wollten. Natürlich hoffen wir heute auf ähnliche Funde. Mal gucken, wir haben jetzt gut, ich sage jetzt mal, ja, bestimmt so 2,5 Stunden noch Zeit, bis es dunkel wird. Ja, wir geben jetzt Gas. Der Kollege schon vorne hat schon angefangen. Drehe ich mal kurz um. Weil hinter mir seht ihr ja, da geht es dann runter zu dem Hohlweg. Und wir werden jetzt hier ein bisschen weiter rechts suchen, weil der Knopf, der war ja vorher hier ein bisschen draußen. Das Abzeichen mal drin, mal gucken. Wir werden uns jetzt hier auf den Bereich hier vorne konzentrieren. Und ja, ihr seid dabei und ich melde mich mit dem ersten Fund. Bis gleich. So Leute, geht schon mal super los. An der Stelle hier haben wir jetzt nach ca. 5 Minuten Suchen schon das erste Münzchen. Man erkennt es sehr gut. 10 Reispfennig. Sind so noch top in Schuss. Gucken wir die Nähe vorsichtig sauber machen. Dass man da noch ein bisschen vielleicht die Jahreszahl erkennt. Aber auf alle Fälle merken wir, dass die Stelle hier auf alle Fälle uns noch eine Menge bietet. Wir suchen jetzt mal weiter. Mal gucken, dass es jetzt nicht bei dieser Münze bleibt. Aber für den ersten Fund schon mal top. Und da ist auch schon das nächste Münzchen. Das sind wieder 10 Reispfennig. Das klingt sehr gut. Was ihr erhalten, die lag jetzt nicht so tief. Die lag jetzt hier 3-4 cm tief. Und die lag jetzt auch nicht so weit weg von der anderen Stelle. Weil die andere hatten wir hier vorne gefunden, wo die Wurzel da gerade hochguckt. Man sieht noch die dunklen Flecken vom Sand. Und die nächste liegt hier sehr gut. Klasse. Wir haben jetzt auch noch nicht so viel gegraben. Ich glaube, das war jetzt die 5. Grabung. 2 Münzen, also echt top. So kann es doch weitergehen. So, wir haben jetzt hier an dem Loch, wo wir die letzte Münze gerade hatten, mal weitergegraben, weil wir dann nochmal ein Signal hatten. Die sind nochmal rübergeschwenkt. Und darunter war auch nochmal eine richtig schöne Schnalle. Die sieht so schon ein paar Tage älter aus und die ist ja noch mit Dornen hier, wie man sieht. Alles noch top erhalten. Klasse. Ja, da sieht's mal, oder da sieht man mal, dass man immer lieber nochmal drüber schwenken sollte. Weil meistens hat man ja unter einem Fund noch einen Fund. Sehr gut. Ein schönes Teil. Und da haben wir das nächste Projektil. Wir sind jetzt hier mal in den Hohlweg reingegangen. Wir haben jetzt beide Signale nebeneinander gehabt. Und ich habe jetzt hier so ein Projektil, was doch irgendwo aufgetroffen sein muss. Das ist nämlich ein schön zerballert. Ja, aber die hatten wir beim letzten Mal schon dabei. Da hatten wir ganz viele Projektile, wo wir auch erahnt haben, dass hier irgendwas passiert sein muss, dass hier geschossen worden sein muss. Gut, stecke ich ein und weiter geht's. Und die erste Musketenkugel für heute. Allerdings hat die auch irgendwas getroffen. Die ist nur noch zur Hälfte als Musketenkugel zu erkennen. Lag jetzt aber auch, wie gesagt, hier im Weg drin. Also, ja, haben wir nicht nur die normalen Geschosse, sondern auch Musketenkugeln hier drin. Jo, halt klar, weiter geht's. Und die dritte Münze für heute, die lag jetzt allerdings ganz tief. Das sind jetzt gute 25 cm. Die ist allerdings schon ein bisschen mehr vergammelt. Das sind aber auch 10 Reispfennig. Man erkennt hier ganz leicht noch die 0. Ich glaube, ihr könnt es zu Hause nicht sehen. Also die 1 und die 0 erkennt man wirklich ganz leicht. Mit ein bisschen Fantasie sieht man es auch. Lichtverhältnisse sind jetzt nicht so gut. Gucken, ob ich die zu Hause überhaupt nochmal so hinbekomme, weil die ist halt schon echt vergammelt. Ich fürchte, wenn ich die jetzt ins Wasser ein bisschen tauche, dass es dann der Münze den Rest gibt. Jüdig probiert, ihr seht es dann ja in der Fundzusammenfassung.
So, und da ist auch die erste Patrone, beziehungsweise die Hülse davon für heute. Ich hoffe, man erkennt es jetzt noch irgendwie. Jetzt ist es hier schon wieder recht dunkel. Wir wollen aber noch nicht abhauen. Ah, jetzt sieht man sie. Ja, ist schon abgefeuert. Nicht besonders, aber die erste für heute. Aber bis jetzt sieht es hier mau aus mit Ohren und Abzeichen, was wir uns erhofft hatten. Münzen war auch noch nicht weit dabei. Aber wir gucken mal noch ein bisschen. Wir wollen noch nicht los, auch wenn es jetzt dunkel wird. Schauen wir mal. Wir bleiben auf alle Fälle am Ball und gucken weiter. So, wir sind jetzt hier den Abhang nochmal runter. Nochmal eine ganz andere Stelle hier. Versuchen mal abzugrasen. Jetzt sind wir hier an so einem Baum. Ich hoffe, man erkennt es da irgendwie, es ist schon recht dunkel. Und direkt am Baum hat jemand seine Bonk vergraben. Gehen wir ein bisschen ins Licht. Vielleicht sieht man es dann noch ein bisschen besser. Wird schon echt schummerig hier. So. Hier hat jemand anscheinend Spaß gehabt und hat vergessen, sein Spaßgerät mitzunehmen. Na, wir werden es entsorgen. Nicht, dass irgendjemand anders auf dumme Ideen kommt damit. Ja, weiter jetzt, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht wird schon dunkel, man erkennt, wie gesagt, kaum noch was hier unten im Wald. Vielleicht finden wir noch was. So, unsere kleine Feierabendtour ist zu Ende. Ihr seht ja selber, es ist jetzt recht dunkel. Also wir sehen jetzt hier unten gar nichts mehr. Ich hoffe, ihr könnt mich noch erkennen irgendwie. Zumindest hört er mich, ja. Ja, die Funde waren jetzt nicht so, wie wir uns erhofft hatten. Allerdings natürlich waren wieder Münzen bei. Also wir können sie jetzt nicht beklagen. Viele Schosse. Also hier muss auf alle Fälle was los gewesen sein. Allerdings haben wir jetzt doch nicht mehr Abzeichen gefunden, wie wir dachten. Aber ist doch nicht schlimm. Die Stelle werden wir uns merken. Wir werden zwar nicht jetzt gleich hier hinfahren. Wir gucken jetzt mal, dass wir nochmal woanders demnächst was suchen. Vielleicht mal wieder auf dem Feld gehen, wäre ja auch nicht schlecht. Wo haben wir richtig Lust drauf. Da hat man noch nicht mal diese Gestrüpp. Ja, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare und dann wünsche ich euch, wie man sieht, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.